So, und hallo und herzlich willkommen zum nächsten Redstone Tutorial. Und in diesem Redstone Tutorial möchte ich euch einen geheimen Eingang zeigen. Und dieses Video wird der Start einer mehr oder minder kleinen Reihe sein, wo ich euch mehrere verschiedene Eingänge zeige, die man auf den ersten Blick nicht gleich erkennt und auch verschiedene Möglichkeiten, also geheime Redstone-Signale auszugeben, so dass man zum Beispiel irgendwo einen Pfeil hinschießen muss oder irgendwas anderes machen muss, damit irgendwas passiert. So, in diesem Video möchte ich euch diesen geheimen Eingang zeigen. Hier keine Tür, kein gar nichts, aber wenn wir hier diesen Knopf drücken, können wir hier durchgehen, hier hinten in einem Raum irgendetwas machen. Und wenn wir jetzt wieder raus wollen, drücken wir einfach diesen Knopf, gehen wieder durch und warten ab, bis es wieder schließt. Das Ganze sehr einfach zu bauen, anstatt Bücherregale kann man natürlich auch andere Blöcke verwenden, aber ich habe mich jetzt hier für ein Bücherregal entschieden, was in so einem Rahmen eingefasst ist und wie man das Ganze baut, das zeige ich euch jetzt. Man fängt an, indem man den Rahmen baut. Ich benutze dazu Sprucewood und dann können wir hier, vorne unseren Knopf dran machen, genau wie hier auf der anderen Seite auch, so dass der Knopf insgesamt nicht so auffällt. So, zack, zack. Hier hinter kommt dann unser Bücherregal. So. Selber auch hier auf der anderen Seite. Um jetzt diese beiden Bücherregale zu bewegen, müssen wir dahinter Slimeblöcke platzieren. Diese ziehen aber auch den Block hier unten mit weg, also kommt hier einmal ein unbeweglicher Block hin und hier auch. Und dasselbe auch einmal hier drüber. Dann kommt hier unten ein Piston hin mit zwei Slimeblöcken davor. Wenn wir diesen jetzt powern, zieht er die beiden Regale mit und auch wieder nicht. So. Hier oben und hier leiten wir ein Signal rüber. Hier einmal nach unten, hier ein Inverter dran, sodass das permanent ausgedehnt ist. Dazu hier unten ein Redstone, ist eigentlich nicht notwendig, ist aber trotzdem eigentlich immer sinnvoll. Und dann hier auch nochmal ein Redstone. Und wenn wir jetzt hier nochmal einen Knopf dran platzieren, können wir sehen, dass das zurückgezogen ist. Allerdings ist das Signal sehr kurz und wir werden hier noch zerdrückt sozusagen. Also müssen wir das Signal verlängern. Dazu müssen wir Comparator verwenden. Dazu mache ich hier erstmal eine kleine Plattform hin und platziere hier dann 1, 2, 3 Comparator, genau wie hier auf der anderen Seite in die andere Richtung. Man kann dazu keine Repeater verwenden, denn Repeater sorgen dafür, dass das Redstone-Signal dauerhaft drin bleibt. Aber halt, also es kommt mit einer Verzögerung hier durch, aber dadurch, dass dann hier so eine Art Loop entsteht, powern sich die Repeater immer gegenseitig und es entsteht eine Art Redstone-Click. Comparator funktionieren anders, die leiten das Signal direkt durch und wenn es weg ist, bleibt es einen Moment da drin, bis es dann immer schwächer wird und dann am Ende verschwindet. Dasselbe hier auf der anderen Seite brauchen wir auch noch einen Eingang. Dazu können wir einfach hier so einen Bogen machen. Hier vorne einen Knopf dran und dann hier drüber nochmal ein Redstone. Wenn wir das jetzt hier powern, geht das instant auf, bleibt offen für eine kurze Zeit und geht wieder zu. Dasselbe auch auf der anderen Seite können wir einfach hier so durchgehen. Um diesen Knopf jetzt hier einfach so darzustellen, als ob er dahin gehören würde, kann man hier noch mehrere hinmachen. Man kann natürlich auch eine andere Eingabemethode verwenden, aber mit dem Knopf gefällt mir das so am besten, weil es am unauffälligsten ist. Das Ganze war es dann auch von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Über eine Bewertung würde ich mich freuen und auf Wiedersehen.